Lieben, hier sind wieder Kater Sammy und ich bin Renate und wir haben die, genau, das ist der Sammy, unser Rampenkater. Wir haben die neue My Little Box bekommen und in der Umverpackung lag dann noch dieses Teil dabei. Die natürlichen und pigmentierten Produkte von Last haben Farbe im Blut. Es ist also was mit Farbe. Lies extra. Und jetzt ist was Kleines. Ja, Last steht drauf. Made in France. Cruelty free. Also es ist vegan und ohne Tierversuche. Aber ich meine, in ganz Europa ist es verboten, irgendwas anzubieten, wo Tierversuche mitgemacht wurden. Movifauve. Mauve ist ja so ein Lichtton, ne? So ein braun-grau, grün-braun. Da ist er. Was bist du? Bitte kein Lippenstift. Ah, Longwear Liquid Eyeshadow. Ein lang anhaltender Lidschatten. So glitzerig. Kann man wahrscheinlich in der Kamera nicht sehen, aber es ist glitzerig. Ist so ein braun-grau. Ja. Soll ich es auf meiner Hand ausprobieren? Aber dann kann ich es nie wieder weitergeben, ne? Wenn mir es nicht gefällt. Ich lasse es lieber sein. Ich muss dran noch überlegen. Nicht, Sammy? Willst du gucken? Da. Das wollte ich jetzt nicht dir geben. Hm? Was willst du denn damit? Du bist naturschön. Vielleicht nicht so, geht das, ne? Ich mag diese Kistenboxen sehr. Die kann man auch ganz leicht selber machen, übrigens. Das nochmal so am Rande. Denn ich bastle auch viel. Ach so, wen es interessiert. Also, es haben mich ja schon etliche gefragt, aber nicht mal wieder. Bastelvideos mache. Und wir haben geplant, noch diese Woche, tada, was Neues, in meinem Bastelzimmer ein Video zu drehen. Ich bin ja schon seit Wochen, Monaten dabei, das alles auszuräumen, zu sichten und zu modeln, einzuräumen, teilweise zu verlosen. Au, 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 au. Das hat gar nicht wehgetan, ich sage das nur so. Und ja, und deshalb sagte mein weltbester Ehemann, wir könnten ja auch da filmen. Dann brauche ich nicht alles runterschleppen, was ich eventuell brauche. Sondern habe dann alles da, was ich eventuell brauche. Also ich werde mich bemühen. Es wird wohl bald soweit sein. Hm? Obwohl ich immer noch nicht fertig bin. Warum bin ich nicht fertig? Naja, ich kann nie so lange sitzen. Ich kann sowieso nicht lange stehen. Deshalb dauert das alles sehr lange. Aber das macht ja nichts. Es treibt uns niemand. Okay, jetzt also zur Box. Blüh auf heißt sie wohl. Ach, das ist ja niedlich. Ein ganz großer Baum ist da und da ist ein kleines Orchester und da sitzen Leute, die zuhören. Im Baum. Hängematten, Leute mit Ferngläsern. Oh, ein Liebespaar knutscht in der Astgabel da unten in so einem Astloch. Ja. Und gehen wir mal da rein. Aha. Hier steht, tanze im Takt des Frühlings. Er ist aller Dinge Anfang. Der Frühling ist aller Dinge Anfang. Das ist wahr, ne? Jetzt sind auch die ersten Katzenbabys des Jahres da. Vielleicht wisst ihr es ja, wir sind aktiv bei der Kölner Katzenschutzinitiative. Und ja, dann kommen eben die Freigeborenen, nennen wir es mal so, Kätzchen, die dann ein Zuhause suchen, damit sie nicht draußen leben müssen. Da steht drauf, My Little Box auf dem Bändchen und das mag der Sammy, ne? Ja, Tiger. Hauptsache, er packt nicht mich jetzt. Wenn er in Kampfstimmung ist, dann hält man besser seine Finger da weg. Dann haben wir von The Body Shop Edelweiß Serumkonzentrat eine Schädmaske. Eine Tuchmaske auf Deutsch. Schützt und macht die Haut zart. Steht hier. Von The Body Shop. Kenne ich nicht. Klingt gut. Klingt sehr nett, ne, Sammy? Schubst mal das mal beiseite. So. Dann haben wir noch ein Teil. Brush Me Closer. Aha, dreimal am Tag bürsten hält den Doktor weg. Nicht mehr an Apple a Day, sondern 3 Brossage. Auf Englisch gar nicht. Also dreimal am Tag bürsten jedenfalls. Es ist mal wieder eine Bambuszahnbürste, denke ich mal.
entschuldigen. Hier steht aber zweimal Zähne putzen a day keeps the doctor away. Und da, also in Frankreich oder in England, da macht man nur dreimal und bei uns zweimal. Das ist schon seltsam. Ja. Diese naturinspirierte Zahnbürste aus natürlichem Bambus, da haben wir's, bringt uns auf einen tugendhaften Pfad, der unseren täglichen Plastikverbrauch reduziert. Mit ihrem FSC-Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern ist deine neue Zahnbürste eine solide Sache und zeigt uns, herkömmliche Zahnbürsten aus Plastik sind so yesterday. Ja, hier unten haben sie das auch grün lackiert. Also mal eine richtig hübsche Bambuszahn. Brush me tender steht da drauf. Brush me tender, bürste mich zart. Relativ feste Borsten. Also weich sind die nicht. Höchstens Mitte, eher schon hart. Ich weiß nicht, ob da bei denen eine Einteilung gibt. 95% Bambus, 5% Nylon, das sind dann die Borsten. Also wer das dann recyceln will, der muss dann die Borsten abschneiden, denke ich. Und dann weg. So. Also bisher sahen die Bambuszahnbürsten nicht so hübsch aus. Sind ja schon öfter gekommen, aber die sieht wirklich richtig schön aus. Nächstes Teil. Turn me over. Dreh mich um. Eine facettenreiche Seifenschale. Jetzt habe ich doch gerade neulich eine neue Seifenschale bei Action gekauft. Ne? Nachdem, ich hatte ja schon eine schöne Porzellanschale, weißt du noch? Die schöne Porzellanschale für oben. Und habe die hingestellt. Und ein paar Stunden später kam dann jemand mit schuldbewusstem Gesicht an und sagte, die stand aber auch da blöd. Nein, 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 nein. Ich habe nur dir gesagt, guck mal, deine Zahndings ist kaputt. Irgendeiner hat die kaputt gemacht. Ja. Und ich war das nicht. Und dann hatte sie aber so rumgedreht, dass man das praktisch gar nicht sieht. Also die kaputte Seite ist dann nicht. Daraufhin habe ich dann eine neue gekauft bei Action. Die ist auch aus Bambusholz und oben drauf so ein Metallrostgitter. Die ist auch ganz schön. Auch die ist auch niedlich, ne? Die aus Holz, die wird aber wohl nicht kaputt gehen. Also, ja, die ist schön, die hat auch diese Abflusslöcher da, aber eigentlich brauchen wir sie nicht. Ne? Wir haben hier unten schöne Seifenschale, die ist aus Glas mit Metall. Das hält ja auch ewig. Kannst du verbasteln? Soll ich einfach drumherum häkeln oder was? Aber da kannst du zum Beispiel ein Bild reinmalen. Torbogen. Du weißt, ich kann gar nicht malen. So Kirchenfenster, hm? Kommunionkarte oder so. Weil ich würde ja sagen, ich nehme sie, aber mit meiner Flüssigseite wird das ein bisschen problematisch. Wir haben nämlich immer zwei Teile an jedem Waschbecken im Haus, also zwei, wir haben eigentlich drei, ne? Ganz oben ist ja auch noch. Aber ich weiß gar nicht, da steht auch Flüssigseife, ne? Wahrscheinlich, weil ich gehe da nie hoch. Zeitenstock, das ist so eine Treppe. Rauf geht ja noch. Aber runter. Naja, also ich denke mal, das wandert in der Bastelkiste. Das ist zauberhaft, aber wenn ich jetzt das austausche, dann passiert garantiert wieder das Gleiche wie mit der anderen aus Porzellan. Milo, musst du sie einfach nicht kaputt machen. Ich mach die nicht kaputt. Aber es ist sehr süß, ist wirklich schön. What's cooking? Das ist ein Notizblock. Ja, Notizblöcke brauche ich. Wirklich immer. Es ist jetzt nicht so, dass ich so viele bräuchte, aber Dankeschön, ist nett. What's cooking? Warum? Also was ist los? Was wird gekocht? Kann man die Einkaufsliste drauf machen? Das geht gar nicht ab. Ich kriege das. So, jetzt habe ich es. Da. Steht überall drauf, what's cooking. So. Hast du noch dein Bändchen? Möchtest du das hier auch haben? Ja. Finger weg. Ich mache das Baby weg und dann, wenn es in dir brodelt, schreib deine Ideen auf. In diesem Notizbuch schälen wir sie, die Ideen, würfeln, kochen, schneiden sie in Scheiben, braten sie. Alors erzähle ihm alles, was du diese Woche auf der Platte hast. Gut. Dann. Wow, das war ja wie so ein Flieger jetzt, ne? Okay, da ist das. Natürliche Pflege für deine Haare.
Was für ein Glück. Die Schmetterlinge werden vom fruchtigen Duft deines Momo-Shampoos aus der Box förmlich angezogen. Jetzt musst du auch Angst haben um deine Finger, ne? Hier ist es, das Momo-Shampoo. Sieht aus wie so ein selbstgemachtes, ne? Schön. Mit gelbem Melonenextrakt. Es muss riechen. Riecht nicht nach gelbem Melone, aber riecht sehr, sehr, sehr angenehm. Ein Shampoo. Im Moment habe ich ein Glanz-Shampoo von, weiß ich nicht. Aber es hat mir sehr gut gefallen. Ich habe es erst einmal benutzt jetzt. So, was ist das? Hello Good Stuff. 48 Stunden intensives Hydrogel. Mit Aloe Wasser und Hyaluron. Und man sprüht es ins Gesicht. Warum schreiben die immer so klein? Da gibt es auch auf Deutsch. Feuchtigkeitsspendendes Gel spendet an für sich stundenlang intensive Feuchtigkeit mit Aloe-Wasser und Hyaluron. Die Haut sieht frisch und verfeinert aus. Allein oder unter Make-up. Tragbar. Das war schwer, aber ich hab's. Also, es ist ein Gel. Ist so ähnlich wie das, was auf deinem Rücken macht, ne? Das Aloe-Gel von Action. Aber es ist von Essence, das heißt, es ist auch nicht sehr teuer. Essence ist eine günstige Marke, aber die haben gute Sachen. Und Momo kannte ich bisher nicht. Tja, werden wir uns überraschen. Und das ist was für mich, eine feste Seife. Dafür die Seifenfarbe. Ja, tatsächlich. Lemongrass. Aber du kommst trotzdem nicht in die neue Seifenschale. Und hier ist ein Seifensäckchen, denke ich. Ne? Back to the roots. Es steht jetzt nichts hier, aber ich denke, es ist so ähnlich wie das Seifensäckchen, was ich in der Dusche jetzt hängen habe. Ne? Ja. Denke, da kann man sich mit abprobieren. Ich weiß nicht, aber ich hoffe, dass dann auf der Homepage was steht. Moment, steht hier noch was? Ein bisschen Wasser, Sonne, fruchtbarer Boden, Artenvielfalt zu schützen. We Sustain Beauty, also nachhaltige Schönheitssachen von Davines, ich weiß es nicht, wie die sich aussprechen. Aber das ist das jedenfalls vom Shampoo. Da steht nichts zu dem oder dem. Da die Seife ist von I&M und riecht wasserlos und plastikfrei. Und riecht richtig lecker. Ich liebe Lemongrass. Sehr schön. Denke, das kann man für den ganzen Körper. Und dann würde ich das gerne in das Säckchen tun. Und so sollte da sonst unser Jute-Säckchen bei sein, ne? Back to the roots. Eigentlich gehört das aber hierzu, ne? Ist egal. Ich werde auf der Homepage von Palitobox mal nachlesen, ob die dazu was sagen. Nicht, dass ich das einfach verwende und man darf das gar nicht. Das wäre ja ein Ding, ne? Ja, das ist die Little Box. Wir haben also eine sehr hübsche Seifenschale, aber ich werde sie nicht nehmen. Ich werde sie weiter verschenken. Guck mal, wenn wir die jetzt auf Vorrat hinlegen, bis die verrotten hier, die zwei, Glas und Bambus mit Metall. Das wird ja ewig dauern. So lange leben wir ja nicht wie die Seifenschalen. Deshalb wird sich irgendjemand darüber freuen, denke ich. Das finde ich klasse, das finde ich klasse, das finde ich erst recht klasse. Das kann ich brauchen, das kann ich brauchen. Na ja, auch gut. Und das, ja, ich bin gespannt. Das ist ja ein D6-Tra. Alle zwei Monate kann man bei der männlichen Box kann man abonnieren. Ich glaube, 4,95 oder 5,95 zahlt man dafür. Und dann gibt es was ganz Tolles dazu. Das heißt also, das ist ein teures Zeugs auf jeden Fall. Wie teuer, weiß ich nicht. Werde ich aber sicherlich noch rausfinden und dann notieren. Und irgendwo rund ums Video. Entweder in der Infobox oder im Video. Ja, ich finde, das ist eine schöne Box. Ne? Ja. Hauptsache, ich bin zufrieden, ne? Genau. Okay, ihr Lieben. Dankeschön fürs Zuschauen und... bleibt gesund, bis demnächst. Tschüss.